Hallo. Na, Sie haben lange drauf gewartet, oder? Aber es geht weiter. Guck mal, wer da liegt. Riensberg 3. Ich weiß gar nicht, ob Sie, falls Sie mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Horyberg von Horyberg Bergmann von Horyberg Bestatter. Wir sind ja schon länger auf den Friedhöfen unterwegs und damit Sie das auch nicht falsch verstehen, es ist heute keine Werbeveranstaltung für das Bestattungshaus Niedersachsen am Deich Schumacher und das Bremer Bestattungsinstitut. Nein. Zweimal haben wir hier auf dem Riensberger Friedhof schon geschaut und vielleicht haben Sie auch im TV-Gerät schon mal das ein oder andere von uns gesehen. Jetzt gibt es was Neues. Riensberg 3. Und bevor wir beginnen mit Riensberg 3, dann möchte ich Ihnen gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, die Sie vielleicht auch generell ein wenig ermutigen sollte. Es ist bekannt, dass im Wald ein Bär eine Todesliste hat. Die Tiere des Waldes sind auf das Höchste alarmiert. Alle sprechen viel miteinander, aber keiner spricht mit den Bären. Der Erste, der hingeht und fragt, ist ein Keiler. Der Keiler geht also zu den Bären und sagt, du sag mal Bär, ich hab gehört, du hast da so eine Liste, steh ich da drauf. Der Bär bejaht. 3 Tage später ist der Keiler nicht mehr unter uns. Und nun ist der Nächste, der hingeht, ein Hirsch. Der Hirsch stellt genau dieselbe Frage und sagt, du sag mal, Bär, ich hab gehört, du hast da so eine Liste. Stehe ich da drauf? Der Bär bejaht. 3 Tage später ist auch der Hirsch nicht mehr unter uns. Und nun traut sich aber auch niemand. Niemand mehr hinzugehen, bis auf ein klitzekleines Häschen. Dieses klitzekleine Häschen baut sich also nun vor dem großen Bären auf. Ja, ja. Sofern man von Aufbauen da überhaupt sprechen kann und stellt also genau dieselbe Frage. Du sag mal, Bär, ich hab gehört, du hast da so eine Liste. Steh ich da drauf? Der Bär, Sie kennen die Antwort, bejaht. Aber da setzt das Häschen nach und sagt, du sag mal, Bär, kannst du mich streichen? Woraufhin der Bär sagt, klar, kein Problem. Sehen Sie, alles eine Sache der Kommunikation. Also lassen Sie uns drüber reden. Und wir reden jetzt über den Riensberger Friedhof. Riensberg 3. Und Sie sind dabei. Sie können das natürlich auch mal echt erleben, aber heute verschaffen wir Ihnen schon mal einen kleinen Eindruck. Wollen wir los? Dann los.